Himmel grau, stürmt der Wind und ist der Himmel grau. Wenn alle Hoffnung versinkt, nicht verzweifeln, Kinder, trinkt. Alles, was kommt, muss vergehen, nicht kann auf Erden bestehen. Hat dich der Teufel beim Schock, wirft das Glas ihm an den Kopf. Kinder, trinkt und singt und lasst uns lupfen. Einmal lebt man nur, einmal lebt man nur. Wer kein Geld hat, soll die Zeche pumpen. Einmal lebt man nur auf dieser Welt. Kommt der Tod, der eins mit seiner Sense. Einmal lebt man nur, einmal lebt man nur. Dann verjubeln wir wie die Grenze. Generalmusikdirektor, wie schaut's aus? Kann ich nicht sagen, Herr Varieté-Direktor. Mir ist schon ganz schwarz vor Augen. Warum das? Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal etwas Vernünftiges gegessen habe. Keine Sorge. Für unsere Premierenfeier haben wir uns was Leckeres organisiert. Na, da bin ich aber gespannt, Herr Varieté-Direktor. Schlagcreme. Das Margarine. Und zum Anstoßen gibt's Alkoholate. Ich trinke nur Pfefferminzlikör, den schluck ich weg wie Sekt. Ich trinke nur Pfefferminzlikör, weil der so schlecklich schmeckt. Dann muss ich nehmen und nicht stehlen. Großartig! Die Bude ist rappelvoll, die kommen alle mit der Bartuzzi. Lauter bekannte Gesichter. Kommt mal her, schauen Sie mal rein hier. Da hinten, oh. Hinten links. Die Frau mit der Stola. Das ist doch die. Na, wie heißt sie denn noch gleich? Genau, die ist es. Die sieht aber alt aus. Na, Kunststück nach 1000 Jahren. Aber schauen Sie mal weiter nach hinten. Ganz hinten links, in der letzten Reihe. Die Frau im Herrenanzug. Im Herrenanzug? Wo? Wer soll da sitzen? Na, die Frau mit den roten Haaren. Ach, die? Tatsächlich. Mensch! Das ist doch die Waldorf. Claire Waldorf. Was macht die jetzt eigentlich? Hier und da ein paar kleine Auftritte. Ansonsten lebt sie ganz zurückgezogen mit ihrer Freundin in Bayerisch Gemein. Dabei war sie mal die Größte ihres Fachs. Ein Berliner Original. Dabei kommt sie aus dem Ruhrpott, aus Gelsenkirchen. Oh Gottes Willen. Ich verquatsch mich hier. In 5 Minuten beginnt die Vorstellung. Was ist hier los? Wo kommen die Leute her? Warum ist denn Smithson nicht auf seinem Platz? Wo bleibt dieser gottverdammte Knitterich? Knitterich, wo stecken Sie denn? Knitterich! Muss man denn alles alleine machen hier? Ich werde hier noch wahnsinnig! Herr Direktor, ich bin unschuldig, Herr Direktor. Bei meiner armen Mutter, das habe ich nicht gewollt. Was ist los? Steht sie auf, Mann? Frau Caputti! Patucci, Knitterich, Pia Patucci! Eben, Caputti, sie weigert sich aufzutreten. Sie will nicht auf die Bühne. Was, die Patucci will nicht auf die Bühne? Ohne sie können wir zupacken. Einmal machen. Konkurs anmelden, Herr Direktor. Reden Sie kein Blödsinn. Die Patucci tritt nicht auf. Sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Knitterich, sagen Sie das nochmal. Die Patucci tritt nicht auf. Und warum nicht? Es ist ja auf der Bühne zu kalt. Nun, wie soll ich denn heizen? Ich kann mir doch keine Briketts aus den Rippen schneiden. Sie hätte einen Vertrag fürs Varieté und nicht für die Eisen. Was? Sagt sie, holen Sie mir sofort die Patucci auf die Bühne. Wand. Sophia, tut sie sofort auf die Bühne. Herr Direktor, das ist ein Skandal. Das lasse ich mir nicht bieten. Ich nicht. In diesem Eispalast, der friert man ja. Kein Wunder, liebste Pia, wenn du auch nichts anhast. Wo ist denn dein Kostüm? Ich trete nicht auf. So, du trittst nicht auf? Ja, ich trete nicht auf. Das ist dein letztes Wort? Ja. Kann ich mich darauf verlassen? Wie bitte? Kann ich mich da nach jemand anderem umsehen? Lächerlich. Wie willst du das in so kurzer Zeit denn tun? Hat da schon jemand im Auge? Wenn du dich bitte überzeugen willst. Was soll ich? Ja, bitte schau mal ins Paket.
hinten links. Wo denn? Ich sehe nichts. Die Frau mit den roten Haaren. Mensch, das ist doch... Claire Waldorf geht in unsere Revue. Wie du siehst. Ist doch keine Konkurrenz für mich. Bist du dir da so sicher? Ganz sicher. Die kommt doch nicht einmal eine Revue-Treppe runter. Und wieso denn nicht? Na, weil ihr dazu die Beine fehlen. Ja, die Maske Beine hast natürlich nur du. Natürlich. Soll ich's dir beweisen? Heißt es, dass du nun doch auftrittst? Was dachtest du denn? Ja, fertig machen zum ersten Bild. So, los, Kinder. Arbeitsricht aus. Erstes Bild. Licht. Licht. Ja, Licht, eure Herrschaftszeiten. Wo bleibt das Licht? Ich kann das Licht im Dunkeln nicht finden, Herr Direktor. Ja, Herr Gott, oder was? Muss man denn alles alleine machen hier? Oh Gott, die haben... Au! Die werden hier wohl die ganze Töpfe noch überwachen. Jüngst sprach zu mir bei meiner alten Tante. Oh, Pianmädel, höre mir mal zu. Ich rate dir guten als Verwandter, lass nur den Mann mal jederzeit den Ruhm. Die alten Köpfe wollen nur musieren und die Bescheren hast du dann zuletzt. Da rief ich aus, ich lass mich nicht verführen. Trotzdem laufen kreuz und quer, statt hinter mir. Mal hör, wer der Wiener verliebt, die schönsten Beine von Berlin. Na, Mann, dann Beine ist ja ganz verliebt. Selbstverständlich alles abgesprochen. Der kleine Zwischenfall war selbstverständlich inszeniert. Und er ist ein Bestandteil unserer Revue 1948. Und deshalb begrüßen Sie recht herzlich in unserer Mitte Frau Claire Waldorf. Bitte einen Applaus. Frau Waldorf wird uns jetzt einige Kostproben aus Ihrem Programm zu Gehör bringen. Kapelle, bitte. Moment mal. So schnell schießen die Preußen nicht? Ist das hier eine Veranstaltung für die Caritas oder was? Und über die Gage reden wir nachher in meinem Büro. Wir sind ein bescheidenes Haus, aber ich bin bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Weißt du, wohin du jetzt gehen kannst? Nein, Frau Waldorf. Das sind deine Bühne.
Ja, Frau Beck. Weißt du, wohin ich jetzt gehe? Nein, Frau Waldorf. Da oben auf. Meine Damen und Herren, Claire Waldorf. Bitte schön. Aber ich bin doch die Nummer 1 in diesem Hause. Nein, du bist die Nummer 2. Oh.
Das heißt natürlich nicht, du bist die Nummer 1, aber nicht im Programm, da bist du die Nummer 2. Und wer ist bitteschön die Nummer 1? Ich. Na, das ist mal wieder typisch. Der Herr Direktor, der Herr der Schöpfung. Kann mein schönes Kostüm ja gleich wieder ausziehen. Wieso? Ja, wenn du erst mal auf der Bühne bist, kommst du gewöhnlich erst wieder runter, wenn der Abend vorbei ist. Was ist, Herr Direktor? Geht weiter? Wer ist das? Niemand. Das ist jemand vom Personal. Vom Personal. Na schön, du findest mich in meiner Garderobe. So, dann können wir weiter probieren. Also passen Sie auf, Fräulein, als nächstes werde ich Sie abkündigen. Sie hören die alte Volksweise, wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren. Bitte sehr. Jetzt käme Ihr Auftritt, Fräulein. Schließung des Etablissements. Haben Sie verstanden? Ja, das heißt nein. Ich
Ich wüsste nicht, was ich mir habe zu Schulden kommen lassen. Alles bloß wegen meinem Soldatenlied? Unsinn, Fräulein. Weswegen denn dann? Wegen der Hosen. Wegen der Hosen? Wegen der Hosen? Wegen der Hosen? Wegen der Hosen. Hosen sind verboten. Jedenfalls für ihresgleichen. Unziemlich für die deutsche Frau auf deutschen Bühnen. Frauen ist das Tragen von Hosen ab 23 Uhr polizeilich verboten. Hab ich's mir doch gedacht. Fräulein Waldorf wird sich selbstverständlich ein passendes Kleid anziehen. Dann sing ich das Lied nicht. Dann kann ich ja auch nicht auftreten lassen. Da kann ich ja kleiner aussehen. Sie haben's erfasst, mein Fräulein. Ich bin nicht Ihr Fräulein, Herr Polizei. Ich bin die Claire Waldorf und sonst ja nicht. Oho. Neu hier, was? Wissen Sie, Herr Oberinspektor? Fräulein Waldorf. Inspektor, nur Inspektor. Und ich dachte, Sie wären schon längst befördert worden bei Ihrem Renommee als Zensor. Tja, vielleicht wird's was zu Kaisers Geburtstag. Wissen Sie, Herr Inspektor, die Sache ist nämlich die. Fräulein Waldorf ist eine Neuentdeckung von mir und ich brauche sie als Entlastung für Fräulein Mieze Friese. Ach was, für Mieze Friese? Was Sie nicht sagen. Also die Mieze-Direktor unter uns Männern gesagt. Ein tolles Weib. Was ist denn mit der Dame? Ja, im Vertrauen, sie ist zurzeit leider ein wenig unpässlich. Ich darf ihre Kräfte nicht zu sehr strapazieren, Sie verstehen, ja? Strapazieren ist gut, ich verstehe vollkommen. So eine Künstlerin ist ja schließlich auch so eine Art Mensch. Ja, und deshalb hat sie nach Ihnen gefragt. Ist nicht Ihr Ernst? Nach mir? Ja, und sie sagte doch, hoffentlich denkt der Herr Polizeiinspektor nicht schlecht von mir und glaubt, dass ich aus Furcht vor ihm meine Auftritte einschränke, weil er doch beim letzten Mal beanstandet hat, dass ich ohne Trikot auf die Bühne gekommen bin. Naja, an sich harmlose Sache gewesen. Ein bisschen nackte Haut gehört ja schließlich zum Amüsement. Wobei er sie dann anschließend noch in der Garderobe besucht hat, um ihr persönlich seine Beanstandung vorzubringen, sagte sie noch. Ja. Als Zeichen meiner Wertschätzung. Ich möchte doch im Interesse Ihres Hauses dafür sorgen, dass alles im Rahmen bleibt. Aber eine Frau in Hosen, das geht nun wirklich nicht. Es sei denn, Sie machen eine Privatvorführung. Im kleinen Kreise, unter uns sozusagen. Da ist alles möglich. Was ist denn los? Was geht denn vor? Wer ist denn diese Person? Das ist Fräulein Waldorf. Und, was hat sie hier zu suchen? Sie wird zwei, drei Lieder singen von mir. So? Ja. Na ja, mehr als zwei Lieder werden da ja wohl nicht drin sein. Jetzt reicht's aber gleich, Fräulein, ja? Ach, weißt du, Mieze, dem Herrn Polizeiinspektor gefällt es nicht, dass Frau Waldorf Hosen trägt. Und deshalb will er unsere Aufführung verbieten. Oh, der Herr Polizeiinspektor heißt der Sahnig. Welche Überraschung. Aber das verstehe ich jetzt gar nicht. Wieso regt es Sie auf, dass Sie Hosen trägt, wenn es Sie bei mir aufregt, wenn ich keine Hosen trage? Wie sollen wir armen Mädchen es Ihnen da bloß recht machen? Aber Nächste, bei Ihnen ist das doch was ganz anderes. Aber gleich ein Verbot der Aufführung, das kann ich gar nicht glauben. Wo Sie doch sonst immer so viel Verständnis fürs Kabarett haben. Und besonders für uns Künstlerinnen, nicht wahr, mein Bester? Jetzt riecht's aber ein bisschen dicke Ufer. Warten Sie mal ab, die nochmal kenne ich schon. Naja, ganz so schlimm ist die Chose nicht. Ich könnte ja die Angelegenheit nochmal gründlich prüfen. Oh, prüfen Sie, Herr Inspektor, prüfen Sie! Ich hätte auch gar nichts gegen eine Tiefenprüfung. Mein Haus steht Ihnen zur Verfügung, Herr Inspektor. Wer das zu schätzen ist. Wir können das ja alles ganz in Ruhe besprechen. Ja, ganz in Ruhe besprechen. In meiner Garderobe? Ja, in Ihrer Garderobe. Sehen Sie, jetzt hat sie ihn in der Tasche. Ein ausgekochter Luder. Aber angesichts der Umstände möchte ich doch lieber nicht. Wir können auch auf die hintere Bühne gehen. Das stört uns im Moment bestimmt niemand. Hinterbühne? Fabelhafter Gedanke. Ja. Nach, was habe ich Ihnen gesagt? Ja, ist nicht nur Mieze, das ist auch Ede. Was reden Sie denn, Sie unmögliche Person? Ich bin, wie ich bin, oder überhaupt nicht? Jedenfalls kann ich Sie nicht in Hosen auftreten lassen. Nicht auf meiner Bühne! Dann verzichte ich auf das Lied. Und ich verzichte auf Sie. Dann verzichte ich ebenfalls. Das sind denn hier alle verrückt geworden? In Anbetracht der Umstände sehe ich mich gezwungen, mit Fräulein Waldorf das Terrain zu wechseln.
Was denn? Sie wollen zur Konkurrenz? Zum Kabarett Chat-Noir. Das würden Sie für mich tun? Für Sie würde ich das tun, Herr Waldorf. So, so. Chat-Noir. So ist das also. Wissen Sie, was das ist? Das ist glatte Erpressung. Sie wollten doch immer was Besonderes. Claire Waldorf ist was Besonderes. Ja, wenn Sie sich da mal nicht irren. So, und Sie, unmündliche Personen, treten von mir aus auf, wie Sie wollen. In Hosen. Ja, meinetwegen. Ich hätte allerdings nichts dagegen, wenn Sie sich für eines der nächsten Couplets ein passendes Kleid besorgen würden. Kleid auch nicht. Nehmen Sie sich Mieze Friese zum Vorbild, dann sind Sie immer richtig kostümiert. Mieze Friese. Ist gut. So, können wir ja weiter probieren. So, Bühne, Beleuchtung. Als erstes kommt eine Ansage für die Liebeslauben-Szene. Kapiert? Ansage und Liebeslauben, verstanden, Herr Hector. Herr Geheimrat? Frau Gräfin? Herr Oberst, es ist mir eine Ehre. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Etablissement hat weder Kosten noch Mühe gescheut, Ihnen die besten Künstlerinnen und Künstler zu präsentieren, wie sie ein Kabarett derzeit von Format in der Reichshauptstadt zu bieten hat. Ich darf Ihnen heute eine Künstlerin ansagen, deren Charme und Esprit, deren fulminantes Können und deren berauschende Ausstrahlungskraft ihresgleichen sucht. Freuen Sie sich mit mir auf Fräulein Mieze Friese. Bitte schön. Hab ich mir doch von Vorhang aufgesagt! Hoppla! Könnt ihr nicht ahnen! Fatales Missverständnis! Habe lediglich Trikot inspiziert. Und wenn ich fragen darf, zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Zu welchem Schluss? Schluss! Ach so, ja! Bisschen viel an. Bitte? Bisschen viel an. An nackter Haut zu sehen. Bisschen sehr viel. Es geht doch nicht so weit. Und darum wollten Sie es gleich ausziehen? Jawohl. Das heißt, nein, habe lediglich Möglichkeiten geprüft, Kostüme zu entschärfen. Entschärfen? Ja, entschärfen. Aber das ist doch meine untere Wäsche. Dummchen, der Herr Polizeiinspektor meint doch die Hosen von Fräulein Waldorf. Hosen? Ach so, ja, kommen Sie mal her. Also, genau gesehen, halb so wild das. Nicht zu sagen, komplett harmlos, oder? Ich habe also nichts gesehen. Na, gut, wenn Sie nichts gesehen haben, Herr von Zwick, dann habe ich auch nichts gesehen. Und ich auch nicht. Fast nichts. Ja, dann haben wir ja alle nichts gesehen. Toi, 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 zur Premiere. Sie ziehen sich nächstes Mal weit an, Fräulein. Sonst holen Sie sich noch mal weg. Das wäre doch schade. Schade. Weitermachen! Den hätten wir in der Tasche. Du warst großartig, Mieze. Die Premiere ist gerettet. Du bist das einzige Wesen hier im Haus, auf das ich mich verlassen kann. Hast du je daran gezweifelt? Nein. So, nun geh rasch in die Garderobe und zieh dir schnell dein Kostüm an. Ja. Wir müssen doch die Liebeslaube probieren. Liebeslaube! Liebeslaube! Es ist nicht mehr viel Zeit bis zur Premiere. So, Vorhang zu! So, wir machen das Ganze nochmal von vorne. Das heißt also zuerst deine Ansage und dann die Liebeslaube. Ich hoffe, dass Fräulein Friese bis dahin soweit ist. Habt ihr mich verstanden? Ja, verstanden, Direktor. Gut, war das normal? Richtig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Baronin, Herr Geheimrat, Frau Kammersängerin, es ist mir eine Ehre. Sehen und hören Sie am heutigen Abend eine Künstlerin, wie sie nur der Roland von Berlin als Kabarett zu bieten hat. Ich darf Ihnen heute eine Couplet-Sängerin, ach, was sag ich, eine Chansonette vorstellen.
deren stimmliches Timbre einmalig, deren weibliche Grazie hinreißend und deren sinnliche Ausstrahlungskraft ihresgleichen sucht. Genießen Sie gemeinsam mit mir, Fräulein Mietze, Friese, bitte. Sie war so unerbaut stolz, ihr Herz war hart wie
schönen Dank auch. Oh, oje, wir fangen sofort an und Sie sind als Erste dran. Bitte. Du zieh dir sofort wieder was Passendes an, sonst werde ich ja noch wahnsinnig. Aber Liebling, das bist du doch schon. So, jetzt aber fertig machen. Hopp, 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 hopp. Schmuck, halt. Was ich noch fragen wollte, was ist eigentlich ein Schmackeduzchen? Mann, das sind diese langen Stängel hier im Schilf. Mit den braunen Bumskeulen oben dran. Ah ja, interessant. Trotzdem eine unmögliche Person. Schön, ne? Mein Auftritt schlug ein wie eine Bombe. Der Herr Direktor sah sich genötigt, neue Plakate drucken zu lassen. Und auf denen stand dann Claire Waldorf, der Stern von Berlin. Das ist übrigens Heike, darf ich mal vorstellen. Heike ist meine Schauspielerin. Komm mal mit, meine Dame, die Bühne betritt, mal ein bisschen Applaus hier. Jedenfalls Claire Waldorf, der Stern von Berlin auf diesen Plakaten. Von da an ging es bergauf. Ich war die Rosine im Programm. Berlin schloss mich in sein Herz und ließ mich nicht mehr los. Ich wechselte zum Chat Noir, zum Lindenkabarett, spielte am Neulendorfplatz Theater, ging auf Tournee und verunsicherte die Bretter der großen Revue- und Operettenhäuser. Meine Gage kletterte mächtig und mein Kaiser führte mich, wie er sagte, herrlichen Zeiten entgegen, bis das dicke Ende kam. Der Kaiser kletterte von seinem Thron runter, aber ich, die Erfolgsleiter, immer weiter hoch. Ich wurde so richtig populär. Dankeschön. Die Waldorf kannte bald ganz Deutschland und selbst im Ausland wussten sie mich zu schätzen. Schuld daran waren natürlich auch die Grammophone. Denn in fast jedem Haushalt stand inzwischen so ein Grammophon rum, also wo die Schallplatten da so viel gespielt haben. Ne? Jedenfalls der Kreis. Wo ist meine Hose? Jetzt ist meine Hose weg. Ich spreche erstmal ohne Hose weiter. Der Kreis meiner Anhänger wuchs beträchtlich. Wobei ich also ihn nicht verschweigen möchte, dass ich ein sehr spezielles Interesse auch an meinen Anhängerinnen hatte. Und wenn ich meine Hose habe, kann ich weiterreden. Sonst kann ich nicht weiterreden. Dann muss ich die Warte, du Andi!
Ratgeber. Los, komm, was ja hier. Zeig mal dem, was du richtig erschrieben hast. Muss das sein? Es muss. Los, komm, und. Warum soll er nicht mit ihr? Ja, ich lese doch, die Mutter, die ist nicht dafür.
der gut für eine Stimme? Was sagst du da? Hast du wohl geträumt? Doch! Ah! Sag, was sagst du? Alkohol ist auch nicht gut für die Frisur. Sonst verliert man noch die ganze Lust auf dir. Pass mal auf, Olla, auf deine Lust bin ich schon lange nicht mehr abonniert. Was ihr macht, Julia? Mein Emil? Der meckert mir so regenglütrig an. Mein Emil, der hat keine Scham. Mein Emil, der sagt, ich bin doch nur dein Mann und ich möchte volle Ehe. Ich möchte dir hübscher und niedlicher mit einem Wort appetitlicher. Könnte ich mir viel mehr amüsieren. Geh zum Doktor, sagt er, lass da operieren. Ich lass mir nicht die Nase verpatzen, wie ein Emil seine unanständige Lust. Ich lass mir nicht den Fett aus der Oberschenkel kratzen, wie ein Emil seine unanständige Lust. Wie ich bin, hat der Emil schon immer gewusst. Na, da hätte er mir eben nicht nehmen, der muss. Ich lasse keinen Doktor ran an meiner Brust, wie ein Emil seine unanständige Lust. Ich will ja, du kriegst keine Bauble! Da steige ich eben auf den Tisch!
Hey! Was ist denn deine Frau? Macht der ganzen Kerl vor? Mann, der ist mir doch schnurzig, ne? Maxe, schmeiß mal einen Riemen auf die Eule. Finger weg. Das ist Männersache.
Mr. Mene. Mr. Mene Brosche, die hat mir mal einen Liebhaber geklaut. Da gehört noch eine Kette dazu, eine Halskette. Wo ist denn die Halskette, Emil? In der Halskette war nicht dabei. Oh Mann, ich muss doch Raupen im Kopf haben. Jetzt weiß ich, wer das war. Wer warst du? Und weißt du, wie er hieß? Wie der hieß?
Gelegenheit bitten? Haben Sie sich gut gestärkt draußen? Ja. Ja? Ja? Im Chor? Ja? Ja! So will ich das haben. Wenn ich jetzt rede, hier bitte nicht mit dem Bonbonpapier knistern, ja? Sonst verstehen Sie ja mein eigenes Wort nicht. Also, wie ich Ihnen bereits schon erzählt habe, habe ich die größten Häuser in Deutschlands Metropolen gefüllt. Und in den 20er Jahren auch die in London und Paris. Aber am liebsten trat ich natürlich in Berlin auf. Im großen Schauspielhaus, im Wintergarten und in der Scala. Das war ein Dollarladen, kann ich Ihnen sagen. Einfach grandios. Berlin war inzwischen eine Weltstadt geworden, wie sie sie kein zweites Mal hätten finden können. Oder wie ich immer zu sagen pflegte, Berlin ist Knorke. Und Knorke ist dreimal so dufte wie Schnafte. Jedenfalls alle, die was werden wollten, umschwirrten die Stadt wie Motten das Licht. Und ich Motte mittenmann. Das waren meine schönsten Jahre. Aber die Konkurrenz schlief nicht. Es gab nämlich haufenweise Chanteusen, die mir den Rang ablaufen wollten. Aber es gab auch kaum ein Kabarett, in dem ich nicht aufgetreten wäre. Ich habe mir nämlich immer gesagt, Claire, habe ich mir gesagt, sieh zu, dass dein Repertoire mit der Zeit geht oder nicht auf deine Lorbeeren aus. Die alten Lieder sind zwar ganz schön, aber die Leute wollen doch immer wieder was Neues hören. Zum Glück hatte ich ja einen Stand, dass ich mir die besten Komponisten und Dichter der Branche leisten konnte. Mit meinem Repertoire brachte ich es dann irgendwann auf über 300 Titel. Wobei ich nicht verschweigen möchte, dass ich bis dahin so manchen Stolperstein aus dem Weg räumen musste. Hast uns Stullen geschnitten und Kaffee gekocht und die Töpfen war geschoben und ihr wischt und ihr näht und ihr macht und ihr dreht alles mit deinem. Alles mit deinen Händen, das musst du ganz schlicht machen. Fast gesprochen, aber mit Ausdruck und ohne Hände. Schlicht, hm? Ja, zweite Strophe. Hast du mich zugedeckt, uns Bonbons zugesteckt und Zeitungen ausgetragen. Hast die Hemden gezählt und Kartoffeln geschält, alles mit deinen Händen. Das ist schon besser. Hast uns manches Mal beim großen Skandal auch ein Katzenkopf gegeben, hast uns hochgebracht, wir waren Sticker 8. Sechse sind noch am Leben, alles mit deinen Händen. Heiß, warte und kalt. Oh, mit Klaus, ein Glück, dass ich dich noch antreffe. Lehre, wie siehst du denn aus? Bist du etwa unter die Rennfahrer gegangen? Nee, noch nicht. Sag mal, Klaus, du verstehst doch was von Autos, wa? Ja, schon, ja, aber wir komm mal mit ans Fenster, ich muss sehen. Komm mal mit ans Fenster. Geht jetzt nicht, ich hab einen neuen Herbeiter möchte. Komm, kick mal raus, kick mal raus. Na? Was seht ihr da? Oh, ist das etwa dein Automobil? So ist es. Seit wann kannst du denn fahren? Seit ich einen Führerschein habe. Und seit wann hast du einen? Seit gestern. Die Kiste ist ja völlig ramponiert. Mann, ich bin da mit meiner Abus raus mit 120 Sachen. Und davon qualmt der Wagen so, ja? Ich hab beim Start vergessen, die Handbremse loszulösen. Aber warum musstest du denn so rasen? Ja, warte, weil ich dir von meinem Auftritt heute unbedingt noch sprechen wollte. So, na, was hast du denn so Wichtiges mit mir zu besprechen? Das hätte ich allerdings auch ganz gern gewusst. Mit dir. Von Tucholsky. Was soll ich damit? Das sollst du mir verkomponieren, heute Abend. Ich will den unbedingt singen. Was hast du gesagt von Tucholsky? Das habe ich bereits komponiert. Umso besser, zeig mal deine Noten her. Was ist denn das für ein Lied? Gib doch mal her. Ich habe einen Auftritt morgen beim Arbeiterverein zugesagt. Ist das ein Abend für hungernde Kinder? Da will ich jetzt singen. Das gibt's doch gar nicht. Mutter ins Hände. Claire, ich kann dir die Noten nicht geben.
Was kannst du denn nicht machen, Claire? Versteh mich bitte nicht falsch, aber das Lied habe ich für Ilse geschrieben. Sie wird damit auftreten, hier im Corso-Kabarett. Ich hab's dir versprochen. Das meinst du doch nicht im Ernst, Claire, dass du mein Lied haben willst? Doch, das meine ich. Das ist nicht wahr, Claire. Nicht dieses Lied, Claire. Dieses Lied, Claire, das bei mir. Ich verstehe dich ja. Aber sieh mal, ich hab schon mit Tucho gesprochen. Der hat eine Steine. Das ist nicht so, das kannst du mit mir nicht machen, verstehst du? Das Lied, ja? Das kriegst du nicht. Du nicht. Nur über meine Leiche. Guck mal, Ilse, Kind. Das ist ein Abend für die Arbeitslosen. Davon haben wir ja nur inzwischen, weiß ich, mehr als genug. Und für deren Kinder. Und für die Mütter. Als kleine Dankeschön sozusagen, die erwarten das von mir. Mann, Claire, du hast so viele Leute, die für dich schreien, ja? Du hast den Walter Kollo, den Willi Kollo, du hast den Eineck, den Brenner, den Frey, den Nelson, den Holländer. Und ich, was hab ich denn? Das hättest du mal der Hesterberg angeben sollen oder der Werkmeister. Die hätten dir was geschissen, hätten die dir. Übrigens, das Lied kommt bestimmt auf Schallplatte. Auf Schallplatte? Ah, da kann ein Komponist natürlich nicht widerstehen. Unsinn. Weißt du, was das ist? Das ist Erpressung. Also, ehe du dich jetzt noch weiter aufregst, Ilsekin, kann ich es dir ja sagen. Ich hab dem Tucho schon Tantiem gezahlt. Als Vorschuss, seine Urheberrechte sozusagen. Na, das war's dann wohl. Dann aber nur unter einer Bedingung. Was denn für eine Bedingung? Ilse behält, unabhängig von dir, das Recht, das Lied zu singen, wo immer sie es will. Bitte schön, das Recht hat sie doch. Hat man ja nicht dagegen. Was sagst du dazu, Ilse? Ja, wenn das so ist, dann muss ich ja wohl einverstanden sein. Aber nur unter einer Bedingung. Was denn noch für eine Bedingung? Als Ilsekin mir das Lied jetzt mal vorsingt, damit ich höre, was du da verzappt hast. Was denn jetzt gleich? Wenn Ilse das dagegen hat. Meinetwegen. Weißt du, was ich gerade denke? Mit dir zusammen auf einer einsamen... Oh ja, und dann wir beide wie zwei Elfen nackt über die Wiese hüpfen, wa? Hast uns Stullen geschnitten und Kaffee gekocht und die Töpfer rüber geschoben und ihr wischt und ihr macht und ihr dreht alles mit deiner Hände. Zeitungen ausgetragen, hast die Hemden gezählt und Kartoffeln geschält, alles mit deinen Händen. Heiß waren sie und kalt, nun sind sie alt, nun bist du bald am Ende. Stehen wir nun hier und dann kommen wir bei dir und streicheln deine Hände. Wünschen könnte. Besonders zu der Zeit, als aus allen Lautsprechern die Stimme von dem Kerl ertönte, bei dem die Weiber reihenweise in Ekstase gerieten.
Dinger, das... Letzte? Ja. Die braune Soße, die der da angerührt hat, die war nur Jans und Jan nicht auf meinen Geschmack. Achtung, Achtung, in 10 Sekunden gehen wir auf Sendung. Hier ist die Funkstunde, die Berliner Sendestelle auf 400 Meter. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir fahren nun fort mit einer neuen Ausgabe unseres Unterhaltungsprogramms. Wir haben heute Abend zu Gast in der Funkstunde eine berühmte Berlinerin, bekannt durch Bühne und Schallplatte, unsere Claire Waldoff. Was werden Sie uns da bieten heute? Also um das gleich mal klarzustellen, Herr Ansager, ich habe... Sendeleiter. Ich bin hier Sendeleiter für Unterhaltung. Was werden Sie beziehungsweise Frau... ich habe gleich mal erstmal meine Freundin mit dir, meine Lebensgefährtin mitgebracht, ja? Frau, wen darf ich unseren Hörern vorstellen? Das ist meine Lebensgefährtin, Fräulein Olli von Röder. Ach, ja. Ja. Wir leben zusammen, ja. Leben Sie um mit einer Frau zusammen, Herr Sendeleiter? Das ist nur wärmstens empfehlen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Frau Waldoff ist immer für eine Überraschung gut. Sie wird heute Abend mit ihrer Freundin Olli im Duett singen. Ja, ja. Singen Sie den ganzen Abend im Duett. Ivo, nur ein Lied. Was darf ich denn unseren Hörern... Was singen Sie denn überhaupt? Die Radparty. Die Radparty. Bitte sehr, meine Damen. Wenn die Saison beginnt, fährt der Berliner mit seinem Fahrrad raus ins Grüne. Der Reifen hier ist nicht stark, sondern einfach.
ja auch nicht mehr die Jüngste, wa? Also, ich leg jetzt mal eine kleine 15 ein. Ihr gönnt mir doch die kleine Pause, hä? Ja, keine Pause! Um Gottes Willen, keine Pause! Olli, stell schon mal das Fahrrad weg! Geht in Ordnung, Claire! Ich kümmere mich dabei um das Fresspakete. Frau Waldorf, ganz reizend, wie Sie mit den Papierkisten. Aber unsere Hörer werden das für eine Sendestörung halten. Was, Sendestörung? Das ist das Stullpapier. Wie sollen denn die Hörer sonst wissen, dass wir ein Picknick machen wollen? So ohne Stulle? Ein Picknick? Ja, und ich bringe die Getränke. Ja, los, pass auf jetzt. Seht ihr? Lick ins Hörfunk. Diesmal noch was nachkommen. Hm? Ja. Anneke und Philipp, und auch für kleine Mädchen. Ich hoffe, Sie haben sich jetzt ausreichend gestärkt, Frau Waldorf. Was darf ich denn jetzt unseren Hörern als nächstes ankündigen? Dass Sie sich jetzt auf ein optimales Klapperlebnis freuen können. Ich meine, welches Couplet oder Chanson werden Sie uns als nächstes darbieten? Es geht um das altbekannte Thema, wo steht der Mann, wo steht die Frau? Das ist doch ganz einfach zu beantworten. Aha. Der Mann ist das Starke. Und die Frau das schwache Geschlecht. Der Mann ist der Beschützer und die Frau ist dem Manne untertan. Ah, ja. Der Mann des Weibes Schutz und Hort, das Weib des Mannes Zier, so schwingen beide fort und fort der Freude Bund Panier. Sehr schön. Von wem ist das? Von Ferdinand Freiligrath. Wollen Sie noch mehr über das schwache Geschlecht hören? Oh, herzlich gern. Das wird bestimmt besonders unsere Hörerinnen erfreuen. Worauf Sie sich verlassen. Also bitte, Frau Waldorf. Liebe Radiohörer, das nächste Lied stammt von einem mir sehr ans Herz gewachsenen Kollegen. Nicht meinen Namen. Und weil der Kollege nicht genannt werden will, muss er eben bleiben. Anonym. Es weht durch die ganze Historie ein Ruf nach Emanzipation. Vom Menschen bis zur Insoje, überall will das Weib auf den Thron. Von der Amazone bis zur Berliner Range brauchst ein Ruf wie Donner alle daher. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht die ganze Ecke mehr. Gesindel hinwegfegen. Das ist die Politik unseres Führers. In dem Lied geht es weniger um die Politik des Führers als um die Politik der Frauen. Die Politik ist Männersache. Frauen gehören an den Kopftopf. Ach, ich auch? Jeder wie er kann, Frau Waldorf.
Der Führer hat nichts gegen Kunst, wenn sie einer völkischen Gesinnung entspricht. Aber von Teilen ihres früheren Publikums werden sie sich verabschieden müssen. Oder glauben Sie, wir wissen nicht, dass sie in der Gosse gesungen haben vor Sozis und Kommunisten? Das habe ich für Arbeitslose gemacht und für deren Kinder. Und Kinder fragen nicht nach dem Parteibuch der Eltern. Aber wir fragen, Frau Waldorf. Wir fragen. Brot ist Geschmackssache, Frau Waldorf. Über Geschmack streiten wir nicht mehr lang. Wir handeln. Mit Zitronen. Das werden die nächsten 1000 Jahre zeigen. Aber wenn Sie nicht innerhalb der nächsten 30 Sekunden wenigstens ein Lied in Ihrem Repertoire gefunden haben, das nicht jüdisch belastet oder sonst wie hoffnungslos veraltet ist, dann können Sie einpacken! Haben wir uns verstanden? Wie wäre es denn mit dem Leni? Das klingt doch ganz volkstümlich. Kenne ich nicht. Aber da es Ihr Vorschlag ist, haften Sie mir für den Inhalt. Aber Herr Ingenieur... Sturmbahnführer, wenn ich bitten darf. Ich denke, wir sind hier in einem Radiosender. Es fängt erst an, ein Radiosender zu werden. Judenfrei und gleichgeschaltet. Und wer weiß, ob Sie dann noch hier sind. Verstehen Sie mich bitte richtig, Frau Waldorf. Wir haben Dutzende Beschwerden von Telefonanrufern. Hier, ein Mann aus Charlottenburg. Die schamlosen Lieder der Waldorf verstoßen gegen Sitte und Moral. Sie sind ein Angriff auf die Ehre des deutschen Mannes. Und hier eine Frau aus Köpenick. Dass Frau Waldorf sich nicht schämt, einen jüdischen Spelunkenpianisten zu beschäftigen, ist sie schon so tief gesunken, dass sie sich nur noch mit Abschaum umgibt. Ehre. Bleib mal ganz ruhig, Fotze. Sie singen also noch das Lehnlied? Nein. Ich kann mich auf Sie verlassen. Ja. Lehrer! Die Nazis machen ernst mit den Juden. Die schrecken vor nichts mehr zurück. Ich muss weg. Raus aus Deutschland, noch heute Nacht zu fahren. Glück, Fritze, dir passiert doch nichts. Du versteh mich doch. Vielleicht stehen sie schon draußen und holen mich ab nach der Sendung. Brauchst du Geld? Ach nee. Olli, gib mal meine Tasche. Bring mal her. Pass auf. Ich habe ein Foto mit einer Widmung von der Yvette Gilbert. Schreibe ich dir jetzt ihre Adresse auf? Und da fährst du nach Paris. Nach Paris, hast du verstanden? Paris. So, da meldest du dich mit ihr. Bei ihr. Mit ihr hoch. Was? Vergesse ich dir nie, Kira. Die wird dir weiterhelfen. Pass doch an. Danke. Mazel. Ja. Mach's gut. Alles in Ordnung? Stell dir mal ein Mikrofon. Achtung, Achtung, Frau Waldorf, in 10 Sekunden gehen wir auf Sendung. Sind Sie soweit? Ja, ja, ich bin soweit. Wo ist denn Ihr Begleiter, Frau Waldorf? Beim nächsten Lied begleite ich mich selbst. Ja, aber wo ist der Mann jetzt? Der ist mal für kleine Mädchen. Dem war zum Kotzen. Wir setzen unser Unterhaltungsprogramm mit Claire Waldorf fort. Sie singt uns jetzt ihr beliebtes, volkstümliches Lied. Wer schmeißt denn damit Lehm? Bitte, Frau Waldorf. Der sollte sich was schämen, der sollte doch was anders nehmen als aus.
unsere Unterhaltungssendung mit Claire Waldorf beendet. Wir senden auf vielfachen Wunsch Marschmusik. Es spielt das Musikchor der Reichswehr. Das war eine unverschämte Anspielung, Frau Waldorf. Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Was ist los? Wenn das ein versteckter Angriff auf unsere Bewegung war, dann können Sie sich warm anziehen. Was denn für eine Anspielung? Das mit dem braunen Lehm. Wieso? Stimmt denn das nicht? Was? Na, dass Lehm braun ist. Ja schon, aber das haben Sie anders gemeint. Nee, da wird doch keiner mit braunem Lehm auf Ihre Bewegung schmeißen. Wieso? Na, weil das doch ohne jeden Effekt wäre. Ohne jeden Effekt? Na, weil sie doch schon braun ist, Ihre Bewegung. So. Na, der Reichstag brennt! Der Reichstag brennt! Es kam eben über Telefon. Das ist das Werk der Kommunisten. Wollen Sie denn das jetzt schon wissen? Und der Ju. Nee, der Gärtner. Wieso der Gärtner? Ja, wieso der Juden? Marschierten HJ-Jungs in den Saal und grölten: Deutsche Männer und Frauen, wollt ihr das hören? Darauf Icke: Ja, sicher wollen die das hören. Deswegen sind sie ja hergekommen. Hm. Dann brachte mir ein Verhör bei der Gestapo ein. Und dann hatte ich einen sogenannten Arier-Nachweis zu erbringen. Viele meiner Kollegen konnten das nicht und gingen ins Ausland oder ins KZ. Manche nahmen sich um das Leben. Und eines Tages war ich die Zeitung auf. Und was lese ich? Claire Waldorf tot. Erhängt. An das könnte euch so passen, hat mir gedacht. Die Falschmeldung wurde später dann als das Ergebnis feindlicher Gräuelhetze hingestellt. In Berlin machte ich mich immer rarer. Meine letzten Inseln waren die Skala und das Kabarett der Komiker. Und da saßen dann unten meistens auch zwei Komiker. Mit langen Ledermänteln und schrieben eifrig mit. Der Goebbels hatte mich nämlich auf den Kieker. Die passte meine ganze Richtung nicht. Mit meinem Lied Hermann Hester bin ich auch ganz schön angeeckt. Übrigens meine Hosen. Diesmal habe ich sie. Warte. Ich muss hier drin steigen. Das hätte einmal so hängen. Ja, ja. Wir wissen ja, dieses Ding, da war so eine Anspielung auf Hermann Göring. Linkslametta. Rechtslametta. Und der Bauch war auch immer fetter. Das Zitat war leider nicht von mir, sondern echter Volksmund. So, warte, wo ist jetzt das andere hier? Als der Krieg losging, wurden viele meiner Kollegen als Stimmungskanonen an der Front geschickt. Aber auf so ein Art fremdes Element wie mich wollten sie denn doch lieber verzichten. Ja, meine, ist das meine hier? Ja. Ja, schön. Ja, und so wartete ich dann den totalen Endsieg in der Heimat ab. Bis sämtliche Theater und Kabaretts in Schutt und Asche lagen. Warte. Als sie dann unter die Maßnahmen gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen verschärften, wurde Olli und mir der Boden in Berlin zu heiß und wir zogen in ein kleines Haus nach Bayern. Das Ende vom Lied war, dass meine schöne Berliner Wohnung total ausgebombt wurde. 1946 habe ich dann ganz bei Null angefangen wieder. Im Klein Kabarett in München. Dazu brauchte ich einen Persilschein von einem Amerikaner. Für mich war das weiter keine Hürde, aber für einen hier schon. Nur das Reisen von Zone zu Zone, das ist bis heute ein Problem. Und mein geliebtes Berlin ist weit weg. Nur stehe ich hier mit meinem Talent. Aber jetzt will ich es noch mal wissen. Ich möchte wenigstens einmal in meinem Leben diese Revue-Treppe hier runterstolzieren. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Das hat mir keiner gestattet. Kein Kabarett und kein Operettentheater. Weil ich einfach nicht der Typ dafür war. Das war bloß diese Oktopus jetzt mit Beine bis zum Kopf. Marlene zum Beispiel. Aber ich doch nicht.
solche Fallen wollte ich doch immer und darum nur festgelacht. Lachen ist des Lebens letzter Schimmer. Stur Ernst hat alles clean gemacht. Zum Äußersten zu gehen. Und das ist nunmehr eingetreten.
So, dass am Ende immer jener kommen muss, der einen den ganzen Eindruck vermittelt hat. Ich bin in der glücklichen Lage, Ihnen für Ihren Auftritt 40 deutsche Mark auszuzahlen. Wie bitte? 40 Mark? Da müssen Sie am mindestens noch eine Null ranhängen, Herr Direktor. Sie haben mich ganz verstanden, Frau Waldorf. Das sind keine Reichsmark mehr, das sind deutsche Mark. Währungsreform. Für 10 alte Reichsmark gibt es eine deutsche Mark. Und in diesem Verhältnis werden auch alle Konten umgetauscht. Alle Konten? Dann bin ich pleite. Restlos pleite. Herr Direktor, ich bin unschuldig, Herr Direktor. Bei meiner armen Mutter, das habe ich wirklich nicht gewollt. Was ist los, Mann? Stehen Sie auf! Die Russen haben die Zugangswege nach Berlin gesperrt. Sagen Sie das nochmal, Knitterich! Die Russen haben die Zugangswege nach Berlin gesperrt! Und warum? Über Berlin wurde eine Blockade verhängt. Sie brachten sie eben im Radio. Oh mein Gott! Ja, das war das Ende vom Lied. Frau Waldorf, ich spiele doch nachts im Army-Club. Wie wär's, wenn Sie mit mir dort auftreten würden? Und ich garantiere Ihnen Ihre Mitwirkung für den Rest der Saison. Für 40 Mark? Über die Gage reden wir in meinem Büro. Wir sind ein bescheidenes Haus. Aber ich bin bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Kapellmeister, das wird da amüsiert klar. Aber nur unter einer Bedingung. Bedingung? Die Nummer 15 nochmal. Ohne Vorspiel. Die 15. Ohne Vorspiel. So ein Berlin. Und das ist mein Berlin. Hey, das ist auch keiner für normal. Das ist uns allen ganz, ganz egal. Solange die Welt sich dreht, solange die Zeit vergeht, solange die Bäume im Frühling erblühen, gibt es nur ein Berlin. Gibt es nur ein seiner Sense. Einmal lebt man nur,
Einmal lebt man nur, jetzt verjubelt mit ihm die Grenze. Lebe wohl, du schöne, schöne Yeah.
Eine